In Relation, die neue Ausstellung in der Stadtgalerie Saarbrücken, ist ein Gemeinschaftsprojekt zweier außergewöhnlicher Künstler. In ihren Performances stellen Nezaket Ekici und Shahar Markus elementare Fragen zur eigenen Position in Zeit, Raum, Kultur und Religion. Dabei setzen sie ihre Körper als Medium ein, um Kräfte und Energien aufzubauen. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war 2003 bei der Venice Biennale bei ihrer Performance. Sie war eine Studentin von Marina Abramović und sie hat mich mit ihrer Darbietung sehr beeindruckt. Ich arbeite schon 15 Jahre im Bereich Performance und mit Shahar Markus arbeite ich seit 2012. In der Saarbrücker Stadtgalerie sind unter anderem Video-Performances und Performance-Installationen zu sehen. Auch die saarländische Bergbaugeschichte haben die beiden Künstler in die Ausstellung mit einbezogen. Inmitten der Industrielandschaft auf der Halde Lydia und in den geheimnisvollen Schlossberghöhlen in Homburg entstand eine Videoarbeit, die den außergewöhnlichen Charakter einer von der Montanindustrie geprägten Landschaft reflektiert und ihre Auswirkungen auf das Leben der Menschen nachzeichnet. Und warum? Weil letztendlich ist für uns, sei es eine Höhle unter Erde, wie auch im Bergwerk, im Kohle auch unter Erde. Also quasi sind wir mit der Natur eins und werden zu Fossilen, wie auch die Videoarbeit heißt. Denn ist es uns aufgefallen, das kann man auch wirklich sehen, wenn man durch die Schlossberghöhlen geht, dass zum Teil in den Steinen so fast wie Fossile, also man sieht ganz feine Strukturen von Skeletten, so integriert über Jahrtausenden ist es da noch präsent erkennbar. Also letztendlich werden wir in der Form auch zu Fossilen, also langsam wir sterben und werden irgendwie eine Form vielleicht bleibt noch von uns übrig oder gar nicht, aber über diese Zeit und die Prozesse wird es zu einer Vergänglichkeit. Die Ausstellung In Relation ist bis zum 11. Januar in der Stadtgalerie Saarbrücken zu sehen. Sie ist von Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich.